Yep, es ist das Divenmatch. Queen Bee Sophie gegen Alice Hale. Na, fast dieselbe Augenschminkmaskerade und auch beide dieselbe Pose auf dem Bild. Na, mal gucken, wie dieses Match ausgeht. Queen Bee Sophie ist ja auch beim Solar Empire, genau wie Ultror. Und Alice Hale ist, soweit ich weiß, bei Team Extreme. Also bei den Hardys. Na, da wird gar nicht lang gefackelt, sofort ein Cover, ganz schnell hier. Spear! Hat sie sich bestimmt abgeguckt. Aber Alice Hale mit dem DDT durch die Ringseile durch. Ach, das kennen wir noch von Mortis. Ich finde nur immer merkwürdig, dass so solche Diven-Matches nur kommen, wenn man sieben Matches eingestellt hat. Das finde ich doch regelrecht merkwürdig. Na gut, kann man letzten Endes auch nichts dran machen. Whip in von Alice Hale, Konter. Ah, wieder ein Konter. Dann kontern sich auch ganz gerne, wie man hier jetzt sieht. Schöner Back, irgendwas. Back-Away-Schmeißer. Oh, das nenne ich Dropkick oder Knee-Kick oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas. Das war auf jeden Fall ein Dropkick, aber der hat sein Ziel nicht gefunden. Der Move hat jetzt allerdings sein Ziel gefunden. Ein schöner Capoeira-Kick von Alice. Ah, da stößt es einfach weg. So, du blöde Kuh. So nach dem Motto. Schöner Spin. Half-Kick oder wie auch immer. Ich komme mit den Namen schon gar nicht mehr so mit. Ich kenne noch Body Slam und Suplex. Das kenne ich, glaube ich. Ein Pin kenne ich auch noch. Military Press kenne ich auch. Spear, das kenne ich auch. Oha. Knie in Rückenkick. Whip in. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Nein, Konter von Alice. Ja, einige Diven ja auch lange, lange nicht mehr in Aktion gewesen, wie zum Beispiel diese zwei. Dann hatten wir bei SmackDown, hatten wir Ruin. Ich glaube, das ist SmackDown war. Ja, doch, natürlich war es SmackDown. Dann haben wir ja noch Cora, Ayame. Und was nicht noch alles für Diven. Spear noch einmal. Und Cover. Nach 1 ist aber Schluss. Und da kommt. Ja, da hebt sie so hoch. Nach hinten abgesetzt. Mit Cover sehr elegant. Ah, da sollte ein Tornado Punch kommen. Jawbreaker. Ah, da nimmt sie in den Aufgabegriff. Was größtwahrscheinlich nicht zum Erfolg führen wird. Denn vorher ist das Ringseil in der Nähe. Konter, Tilwood Backbreaker. Alice zieht ihr da einfach die Beine weg. Augenstecher von der Killerkönigin, ich meine Bienenkönigin. Und ein Russian Leg Sweep. Oh, die hat sogar die Finish, den Signature voll. Und da gibt sie ihn, sie nimmt sie auf die Schulter. Konter. Der Signature von Alice wird ebenfalls gekontert. Jetzt probiert sie es gleich nochmal. Wieder gekontert. Meine Herren, was ist denn hier los? Ja, und sie nimmt Anlauf. Was hat sie vor? Ja, dieser Sprungkick. Signature-Move. Ja, Queen Bee Sophie kommt aber da raus. Oh, was war das denn? Sehr viel Drehung mit Cover. Finisher gekontert. Oh, Poison Mist. Und dann nimmt sie hoch.
zum, keine Ahnung, Till the World, High Cross, Face Smasher oder so. Ah, Queen, die kommt aber raus. Das Problem ist nur, Alice hat noch einmal diese Möglichkeit, einen Finisher zu machen. Body Slam. Running Elbow und der, weiß nicht, hat er getroffen. Spear! Und die Bienenkönigin mit dem bienigen Flug, der ganz daneben ging. Ja, Konter. Nochmal ein Spear. Ja, Alice gibt aber nicht auf, mal sein. Komm, steh auf, ich will jetzt den Finisher bringen. Noch einmal Konter. Finisher gekontert. Und Russian Leg Sweep. Wow. Mit sehr, sehr viel Schwung. Möchte man hinzufügen. Ah, da tritt sie ja auf den Ellbogen. Direkt auf den Musikantenknochen. Also klingelingeling, sage ich mal. Das klingelt immer richtig schön. Konter. Da wird sie hochgehoben. Finisher again gekontert. Schaboing. Da macht sie nochmal das Zeichen. Steh auf. Sie probiert's noch einmal. Und das war zu früh von mir gedrückt. Ja, und da gab's nochmal den Finisher. Ah, ich will gerade aus dem Ring. 1, L, 1, L, 1. Oh, der Balken ging aber echt schnell jetzt. Obwohl ich mir auch hätte da die Widerstandsfähigkeit ersparen können. Egal. So, Camel Clutch. Wow, 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 da hat sie Widerstand eingesetzt, die Olle. Olle Zibbe. Ah, sie ist aber sehr angeschlagen in der Rückenregion. Und Sophie nimmt sie nochmal auf die Schultern. Nach vorn abgelegt und durchdrücken. Jetzt macht das Zeichen. Komm, du stehst jetzt auch auf was. Du kannst, kann ich auch. Ohrfeige. Und dann nimmt sie sie auf die Schultern. Und lädt sie nach vorne ab. Aber erst beginnt alles mit einer Ohrfeige. Und Alice kommt nochmal raus. Oh, die Frauen haben sich so richtig lieb. Ah, einmal zu spät gedrückt, einmal zu kurz. Alice Hale gewinnt dieses Steven-Match. Spannend, wann mal wieder der Diven-Titel ausgefochten wird. Und wann endlich mal eine CAW-Diva dabei ist. Vielleicht ja sogar sie hier. Oder Lady Soko. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die gab es ja auch. Nächstes Match, nächstes Glück. Jey Uso gegen Jack. Und sonst können wir eigentlich die Wrestling schon mal vorher schon mal simulieren. Dann wollte ich das nämlich nicht mehr machen. John Cena gewinnt gegen Dean Ambrose. Und Kane verliert gegen Seth Rollins. Mal gucken, was ist die Nachricht. Der Dragon Warrior hat einen brutalen Angriff auf Kane Retro, den Champion, ausgeführt. Dann wissen wir ja auch, wer hier, weswegen er gewonnen hat. Okay, Jack of Club, Ivan Volkov oder wie auch immer er jetzt heißt, gegen den Tsar of Pain, gegen Jey Uso, die zweite Hälfte der Usos. Mal gucken, ob dieser Uso gewinnen kann. Und ob der Tsar of Pain überhaupt mal gewinnen kann.
und auf ins Match gleich Running DDT von Jack of Club. Auf jeden Fall hat dieser Uso, also Jay Uso, die leichtere Aufgabe. Weil gegen Ultra, das ist eine Sache. Gegen den Jack of Club, Ivan Volkov oder Tsar of Pain, nennt ihn wie ihr wollt, ist das eigentlich eine leichtere Aufgabe. Ich muss gerade echt überlegen. Scheiße, was habe ich vorher gesagt? Mein Sieb im Kopf ist wieder aktiv. Verdammt. Dass die Usos noch keine Tag-Team-Matches hatten, das wundert mich sowieso. Denn nur in der Singles-Competition. Und das wird dann wahrscheinlich genauso wie mit der Order, also Bliss, Kyo und Scene kennen. Als Tag-Team erfolgreich, im Einzel eher mäßig. Er geht in die Ecke. Und Clothesline. Geht er in die nächste Ecke. Sagt, komm her. Und Jey Uso kommt. Na gut, in dem Cage-Match, wo ja Jack of Club auf Razor Moon getroffen ist, wo ja Razor noch US-Titelträger war, sollte eigentlich ein Vorbereitungsmatch sein. Und Überraschung, Überraschung, da hatte Jack of Club ja richtig gewonnen. Also so richtig gewonnen. Kann man eigentlich auch falsch gewinnen? Ja, auf jeden Fall, er hat da gewonnen. Und das war so die Überraschung aller. Also alle gedacht haben, ach, der Typ ist ganz unten in der Rangliste. Schönes Vorbereitungsmatch für Razor. Und Razor hat dann auch noch verloren. Ja, unverhofft kommt oft Suplex mit Cover. Oh, er ist in derselben Fraktion wie Masada, Nishimondo und Danny Havoc. Vielleicht haben die ja ein bisschen mit ihm was bequakt, ihm ein paar neue Moves beigebracht, ein bisschen mit ihm trainiert oder so. Ja, trainiert haben sie bestimmt. Und deswegen wahrscheinlich auch dieser erfolgreiche Wandel. Sage ich mal, auf jeden Fall Konter zum Neckbreaker. Ja, und da soll es den Signature geben. Punches, ja, da hält er ihn nochmal. Ja, Biednastrovje. Biednastrovje Punch. Und nein, das sollte nicht rassistisch klingen. Ja, dann nimmt er ihn hoch und legt ihn zur Seite ab. Das könnte es gewesen sein für Jey Uso. Dieser halbe Brainbuster, sag ich mal. Und war's das? Nein! Das war es nicht. Backdrop. Schmeißt da einfach den Mann aus dem russischen Hardcore-Wrestling nach hinten und rüber und tritt ihn jetzt ein bisschen in den Rücken. Ein bisschen die Rückenregion ein bisschen schwächen. Ah, Konter. Von Jackie Boy. Ah, da taucht der Uso einfach ab. Das haben wir von seinem Bruder auch schon gesehen, von Jimmy Uso. Da rennen sie einfach mal gegeneinander. Whip in. Hip Toss. Ah, Ellbogen. Ellbogen. Schläge. Ah, dreht er ihn um. Nein, wird gekontert. Was auch immer Jack hier vorhatte. Aber Ellbogen in Rücken, das können beide. Konter. Und wieder ein Konter. Ich dachte, jetzt kommt mal so eine richtige Heavy-Aktion, so eine Match-entscheidende. Nein, Jay Uso, der kontert einfach. Der dritte. Den Oberkörper. Aber da kommen nochmal diese Schläge. Der Nastrovje Punch. Prost Mahlzeit. Nochmal in der Wiederholung. Meine Herren, da lernt Jey Uso aber ganz schön fliegen. Hier nochmal in Slow-Mo. Na, vielleicht war es das ja jetzt schon. Dass er seinen Finisher gar nicht braucht. Jawohl, das war's.
der Good Night Punch. Ich muss mal gucken, was Gute Nacht auf Russisch heißt. Falls ihr da draußen Russisch kommt, schreibt es mir mal unten rein, aber bitte in einer Schrift, die ich lesen kann und nicht kyrillisch. Ich glaube, so heißt die Sprache. Die Schrift. Na, ist ja auch wurscht, darum geht's ja nicht. Er freut sich jetzt ganz aus dem Häuschen. Passt schon.